Heute sprechen wir über einen unglaublich tragischen und vor allem grausamen Fall. Über einen Mann namens Jason Downey, welcher aufgrund von Besessenheit eine gesamte Familie auslöschte. Ein eigentlich sehr ruhiger Mensch, welcher unglaublich besessen von der Freundin seines Kumpels war, so besessen, dass er sie und ihre ganze Familie ermordete. Über diese grausame Tat, wie es dazu gekommen ist und was im Allgemeinen überhaupt passiert ist, werden wir heute sprechen. Deswegen in dem Sinne erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von True Crime. Schön, dass ihr wieder am Start seid, meine Freunde. Doch bevor wir mit dem Video loslegen, ich denke, ihr wisst, was zu tun ist. Geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, dass es doch so taktlos ist, dass ich sage, man soll sich noch einen Snack holen, während ich über so grausame Geschehnisse rede. Aber das ist nun mal mein Intro. Wie auch immer. Ich wünsche euch ganz viel, naja, ich weiß nicht, ob Spaß das richtige Wort ist. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. Sagen wir es so. Legen wir los mit dem True Crime Fall. Jason Downey ist im Jahr 2006 mit seiner Mutter von Schottland nach Australien gezogen. Er war eher zurückhaltend, aber war ein sehr eifersüchtiger Mensch. Das ist wichtig zu erwähnen. Denn aus Eifersucht und Besessenheit ermordete er eine junge Frau. Die Freundin seines Kumpels, Chantelle. Chantelle Rowe war, wie ich gerade schon gesagt hatte, mit einem seiner Freunde zusammen. Jason, der zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt war, entwickelte eine sexuelle Besessenheit gegenüber Chantelle. Man muss auch dazu sagen, dass Chantelle gemeinsam mit seinem Kumpel ein gemeinsames Kind erwarteten. Sie lebte mit ihren Eltern und ihrem Bruder zusammen. Sie selbst hat Jason gegenüber nie Anzeichen von irgendeinem Interesse oder irgendwas gemacht. Und dies hat Jason allerdings leider nie aufgehalten. Denn anstatt das Desinteresse zu akzeptieren, wurde seine krankhafte Eifersucht, dass er die 16-Jährige nicht für sich haben konnte, so schlimm, dass er, naja, schlussendlich die Kontrolle verlor. Es war der 8. November im Jahr 2010, als Jason in Richtung des Hauses der Familie Rowe ging. Jason selbst sagte, dass er eigentlich zu dem Zeitpunkt nur zu dem Haus gehen wollte, um seinen Kumpel zur Rede zu stellen, nicht aber vorhatte, jemanden in dem Haus weh zu tun. Denn er sagte halt auch, er ging zu dem Zeitpunkt auch einfach davon aus, dass sein Kumpel bei Chantelle wäre, weswegen er dorthin ging, um mit ihm zu reden. Dem war aber nicht so, denn sein Kumpel war nicht bei der Familie. Und er verschaffte sich Zutritt über das Badezimmerfenster. Andrew, der Vater von Chantelle, wurde wach durch die Geräusche des Einbruchs, denn er ist ja durch das Badezimmer gekommen. Und er traf auf Jason. Es kam zu keinem großen Gespräch, denn Jason ging auf ihn los und ermordete ihn mit mindestens 29 Messerstichen. Als man später die Leiche des Vaters fand, steckte das Messer in seinem Schädel. Auch Rose, die Mutter von Chantelle, bekam das natürlich mit, versuchte sich, Jason zu stellen. Jason ging aber auch auf sie los und ermordete sie mit mindestens 50 Messerstichen. Man fand auch später an ihrer Leiche Absplitterung eines Messers an ihrem Schädel. Die Staatsanwaltschaft berichtete auch später dem Gericht, dass der Boden, der Flur des Hauses mit Blut überströmt war. Also das ganze Szenario muss ausgesehen haben wie ein Schlachtfeld. Es muss unglaublich verstörend gewesen sein, denn ihr müsst euch mal überlegen, du kommst dann da rein und der ganze Boden ist nicht mehr zu erkennen, da alles voll mit Blut ist. Den Spuren im Haus zu urteilen, tötete er die Familie, versuchte all das Blut zu entfernen und entschied sich weiter auf die bereits leblosen Körper einzustechen. So kam es auch dazu, dass das Messer am Ende im Kopf des Vaters steckte, obwohl er diesen als erstes tötete. Ihr müsst euch das mal überlegen, dieser Mensch, Jason, war so besessen und so krank, dass er auf diese leblosen Körper noch weiter einstach. So, die waren schon lange tot. Aber er war in so einer Rage und das war unter anderem halt, wie gesagt, auch der Grund, dass man später das Messer in dem Kopf des Vaters fand. Und ich will mir das eigentlich alles gar nicht vorstellen, was da alles genau passiert ist. Ihr Bruder war zu diesem Zeitpunkt zum Glück in Queensland im Urlaub und bekam zu diesem Zeitpunkt gar nicht mit, was eigentlich zu Hause passierte. Nichts im Vergleich zu seiner Schwester, denn Chantelle wusste, dass irgendetwas nicht stimmt
und versteckte sich unter ihrem Bett. Sie hatte die Hoffnung, dass Jason sie nicht töten würde, aber er fand auch sie und stach so lange auf sie ein, bis sie nicht mehr lebte. Es waren mindestens 33 Messerstiche. Bevor sie allerdings starb, missbrauchte er sie noch sexuell und begann erst danach weiter mit dem Messer auf sie einzustechen. Der Richter des Falls bezeichnete die Tat als erschreckend. Und ich glaube, dieses Wort trifft es eigentlich ganz gut. Ja, und es ist so schrecklich, dass der Grund für den Mord an einer gesamten Familie nur der war, dass er dieses sexuelle Verlangen und diese Besessenheit dem Mädchen gegenüber hatte. Denn Jason, sein Vorhaben war es, mit Chantelle Sex zu haben, auch wenn er selbst behauptete, er hätte seinen Freund dort aufgesucht. Natürlich wusste Chantelle nicht, dass Jason kommen würde oder willigte ein, dass er mit ihr Sex haben dürfte. Als die Körper der Familie gefunden wurden, zeigte Jason absolut keine Reue an seiner Tat. Auf Aufnahmen von Nachrichtensendern wurde gezeigt, wie Jason die Blumen, wie jeder andere, vor das Haus legte und wieder ging. Die Polizei konnte die DNA-Spuren finden und diese Jason zuordnen. Und zum Glück konnte er schlussendlich festgenommen werden. Er bekam eine lebenslange Haftstrafe mit mindestens 35 Jahren. Ja, und Jasons Anwalt sagte, dass sich Jason nach dem Einschlagen und das Einbrechen durch die Scheibe in das Badezimmer anscheinend an nichts mehr erinnern konnte. Naja, und inwiefern Jason die Wahrheit sagt, ist irrelevant, da er ja nicht nur die Familie umbrachte, sondern auch versucht hat, das Blut wegzuwischen und nachdem er die Morde begangen hatte, auf die leblosen Körper erneut einstach. Das Gericht hingegen akzeptierte diesen Versuch, sich vom Mord freizusprechen, selbstverständlich nicht an. Nur weil er nicht die Intention hatte, die Familie zu töten, als er eingebrochen ist, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass er drei Menschen auf brutalste Art und Weise ermordete. Christopher, Chantelles Bruder, der während der Tat im Urlaub war, war viel zu aufgebracht, um vor Gericht etwas zu sagen. Seine Cousine sagte vor Gericht, dass er langsam versucht, einen Weg zu finden, mit allem, was passiert ist, umzugehen. Christopher, also Chantelles Bruder, sagte später auch, dass keine Strafe ihm seine Familie zurückbringen wird. Vor Gericht waren über 100 Familienangehörige anwesend. Am 20.01.2011 schrieb Jason einen Brief an die Familie Rowe und Freunde. Wenn ihr den ganzen Brief lesen möchtet, könnt ihr einmal das Bild pausieren. Ihr habt jetzt hier einmal den Brief. Ich habe es jetzt aber trotzdem grob zusammengefasst, um was es schlussendlich in dem Brief geht. Er entschuldigt sich in dem Brief an alle Freunde und Familienmitglieder der Familie Rowe. Er entschuldigt sich für seine Tat am 8. November 2010. Jason schreibt, dass keine Strafe genug ist für das, was er getan hat. Er sagt, er hätte das Gefühl, er müsse sich entschuldigen, weil die ganze Situation ihn von innen heraus auffrisst. Er sagt, dass er all das, was mit ihm passiert, verdient und dass, wenn er könnte, er das Ganze ungeschehen machen würde. Aber dass er das leider nicht kann. Wenn man sich jetzt den Brief durchliest und das Ganze mal so ein bisschen wirken lässt, muss man im Endeffekt selber entscheiden, ob man dem Ganzen glaubt oder ob man sich sagt, okay, er hat diesen Brief einfach nur geschrieben. Dass man das Gefühl hat, okay, er zeigt Reue und es tut ihm leid. Vielleicht ist es auch so, vielleicht auch nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Schlussendlich steht eine Sache fest. Für die Tat, die er getan hat, muss er jetzt erstmal 35 Jahre absitzen. Wie es danach weitergeht, wissen wir nicht. Ob er Bewährung bekommt? Ich hoffe es nicht und bezweifle es eher. Ich finde, solch ein Mensch sollte sein Leben lang hinter Gittern verbringen. Und wie immer seid ihr gefragt. Was ist eure Meinung zu dem Fall? Habt ihr bereits schon mal was davon gehört gehabt? Findet ihr 35 Jahre gerecht, lebenslang? Sollte dieser Mensch danach auf Bewährung kommen oder den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen? Meine Meinung dazu wisst ihr, aber wie immer, wer bin ich, dass ich darüber urteilen darf oder sollte? Das ist nur meine Meinung. Ich finde, solche Menschen sollten nie wieder rauskommen und wegen mir in die dunkelsten Löcher der Erde gesteckt werden. Schreibt's gerne in die Kommentare und das soll es auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Ein etwas kürzerer Fall und kürzeres Video, aber ich wollte einfach davon berichten, da es einfach ein sehr schrecklicher True Crime Fall ist. Ein True Crime Fall, der uns einfach zeigt, wie krank manche Menschen sind und wie besessen sie von anderen Personen sind, dass sie wortwörtlich über Leichen gehen. Ein unglaublich schockierender Fall, den man erstmal sacken lassen muss. Ich denke, der ein oder andere von euch wird jetzt bestimmt auch etwas schockiert sein, denn er war besessen von einem Mädchen und ermordete deswegen die gesamte Familie. Was wäre passiert, wäre der Bruder da gewesen? Man weiß es nicht.
Wäre der Bruder auch gestorben? Hätte der Bruder was verhindern können? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das mit dem heutigen Video, meine Freunde. Ich merke gerade, dass die Pollenallergie absolut kickt. Ich verliere meine Stimme, meine Nase läuft, ich habe schon ein paar Mal genossen und die Augen brennen. Wem es auch so geht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch sehr gerne einen Daumen nach unten da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ihr habt gleich keine Stimme mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Passt auf euch auf. Passt immer auf, mit wem ihr euch rumtreibt. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Alina Eisentraut, Amano Hina, Andreas Schuster, Baby Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, Christopher Schmale, Denner, Firehead 1999, FJ Mountain, Jacqueline Seidel, Jasmin Caroline, Leni Fischer, Maria Pantu, Nadia Fettgenheuer, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, Rexy TV, Snicker, Stephanie, Steven Lead, Totti Botti, Verena Alberer, X Javi, Yvonne, Alyssa Anastasia, Anna Rose, Beatrice Rebecca, Black Catu, Brody's Rainbow, Bubble Daya, Celine W., Claudia Stetter, Darp Hassi, Dino, Enger, Florian Wilding, Eisblü, Isabel Wernicke, Jen Jen, Jenny Steffel, Jessica, Jules F. Mew, Juna da Luna, Justin Richter, Kai, Kim S., Kinga 1613, Kinga Misa, Lauren, Lea, Linta, Lukas Bozziskowski, Madia Ahmed, Magdalena Kantler, Mandy 172, Manfred Büttner, Mario Meyer, Mark 16, Markus Burkhardt, Maximilian Hanke, Mike Holtkamp, Diaboli 666, Mira Jane, Mr. Passo, Nicole Seger, Noah Jones Leitenbauer, Oliver Dölchner, Prinzessin von Poperze, René Kote, Sarah, Sarah S., Steffi, Steven Kuch, Strubelhaar, Sven Schulz, S. Zypkibil, Tim Dudichum, Tina Karaman, Roni Brandner, Xenia und Zeffi Rau. An dieser Stelle wie immer vielen, vielen Dank für euren Support.